Oh Gott. Alter, was brüllen die? Habt ihr den Befehl gesehen? Wir sollen das Gerüst für eine weitere Hinrichtung reparieren. Heute. Ja, es ist das an der westlichen Ecke von Salomons Tempel. Ich wollte soeben dorthin. So viele Tote. Wenn doch nur unser wahrer Herrscher zurückkehren und Gerechtigkeit in diese Stadt bringen würde. Ja, und dieser Tyrann Mashtadin nicht weiter herumstolzieren könnte. Wie? Wie nur konnte es so weit kommen? Alle, die als Statthalter Salahadins vorgesehen waren, haben ein frühes Ende gefunden. Und nun fällt diese Stellung an ihn, der einst nichts als der Schreiber des Emirs war. Welch ein Zufall. Würde mich nicht wundern, wenn er hinter diesen Unfällen steckte. Wenn die Wache uns hört, nimmt man uns als Verräter fest. Hingerichtet auf dem Gerüst, das wir selbst errichtet haben. Kommt, gehen wir an die Arbeit. Ja, komm, lauf los. Gott verdamme euch. Lasst mich in Ruhe. Was wollt ihr? Na komm. Was wollt ihr? Officer! Habt ihr etwas zu sagen? Okay, das war's dann mit der Mission. Warum hat er denn nicht zugegriffen? Oh, jetzt muss ich das wieder hinauszögern, Mann. Was hast du gesagt? Schlag ihn doch nicht nur, töte ihn! Und dann Schiss bekommen, wa? Das sind mir die Liebsten, ne? Komm, steck das Schwert weg! Alter, die Kamera, die dreht voll durch jetzt gerade. Ich versau's gerade echt, wa? Oh, Alter, Leute, was ist denn los hier wieder? Kriegst du Angst? Alter, das kann einfach nicht sein, Mann. In ein Fettnäpfchen nach dem anderen. Das ist unfassbar, was hier gerade abgeht. So, jetzt habe ich alle aus dem Weg geräumt, wenn ich es jetzt immer noch nicht schaffe. So, warten, 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 ruhig bleiben, ruhig bleiben. Der Weg ist mit Leichen gepflastert. Jetzt greif zu, endlich! Oh. Karte mit der genauen Position der Hinrichtungsstätte. Okay, mein Gott. Ein kleiner Krampf war es ja schon, war ein ganz kleiner aber nur. Ansonsten lief's perfekt. Jo, ist klar, Junge. Seid auf der Hut, ja, ja. Ach, Leute, puh. Was ein Wunder, es hat geklappt. Ha!
hütet euch vor euren Nächsten, die wir am besten zu kennen glauben, denn keiner von uns ist über die Versuchung erhaben. Sollten sie dem Gesetz zuwiderhandeln, wie unwichtig es auch scheinen mag, müsst ihr sie melden. Eine kleine Schandtat heute führt schon morgen zu größeren Verbrechen. Majd Adin hilft euch. Tretet nur vor, damit er ihren Namen erfährt. Es ist keine Schande, Namen zu nennen, die Namen derer, die das Gesetz brechen. Ohne unseren Glauben sind wir nichts, ohne seine Regeln und seine Leitung. Diese zu missachten, heißt, den zu missachten, der uns alle leitet. Ein solches Verhalten kann nicht geduldet werden. Okay. So, jetzt müssen wir dem irgendwo in eine dunkle Ecke folgen. Beziehungsweise so ein bisschen abgelegen wenigstens. Obwohl, könnte ich den jetzt hier schon zusammenhauen? Ich weiß nicht. Okay. Eine dicke Boxerei hier, oder was? Kann man nicht beim Boxen auch kontern? Möge der Herr deiner Seele gnädig sein. Wie einfach. Oh fuck. Das wird nicht zu schwer werden. Genug. Ich atme noch. Also dürstet es euch nach mehr als nur meinem Leben. Was ist es? Kennt ihr Majd Adin gut? Besser als die meisten. Er scheint mir ein wenig zu rechtschaffen. Ist ihm das Gesetz wirklich so wichtig? Was glaubt ihr? Ich glaube, er verbirgt etwas. Und ihr werdet mir davon erzählen. Es ist ein Deckmantel. Männer wie wir sollen Angst verbreiten. Den Leuten das Fürchten beibringen. Die er tötet, sind keine Verbrecher. Aber gefährlich sind sie allemal. Gefährlich für wen? Für seine Pläne. Ihre Pläne, ja. Er spricht von anderen, mit denen er zusammenarbeitet. Für die er arbeitet. Ich weiß es nicht. Aber sie brauchen diese Stadt. Sie zu kontrollieren bedeutet ihnen viel. Warum? Das müsst ihr ihn selbst fragen. Geht zu einer seiner Hinrichtungen. Dort ist er am gesprächigsten, wenn er sich ans Volk wendet. Die Hände voller Blut. Dann sind wir fertig. Alter. Ja. Hat mir gar nicht gefallen, dass er die ganze Zeit uns ins Ohr geschnauft hat. Oh Gott, ey. Haltet euch fern von mir. Schottet, Ungläubiger! Ungläubiger, ich werde euch in die Schranke. Du bist selbst ein Ungläubiger! Du Lump! Oh, jetzt ist es schon wieder so verbuggt, dass ich da draufstehe. Alter, das ist so nervtötend. Jetzt mache ich euch alle platt, ey. Wow, du wehrst dich ja. Ah, willst du jetzt flüchten? Ja. Okay, der will auch nochmal seine Abrollungen haben. Zack. Ich danke euch. Ich danke euch. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen. Das schwöre ich. Alles klar. Ja, ist gut. Oh, jetzt. Das kann noch.
Ich hasse das, dieses Auto-Anvisieren von der Kamera. Ich mag hier das wieder, nicht. Großmeister. Oh Gott, du wieder? Sicherheit und Frieden. Ich bin so froh, euch zu sehen. In diesen furchtbaren Zeiten fordern sie, dass ich mich beweise. Doch ich fühle mich so wertlos neben euch. Ich muss 2 von Majid Adins Leuten töten, aber ohne Kampf. Würdet ihr mir den Weg zeigen? Ich würde euch ewig dankbar sein und eine interessante Geschichte erzählen. Verständlich, verständlich. Du bist ja auch nicht besser als wir, das ist ja wohl klar hier. Das liegt ja wohl auf der Hand. So, pass mal auf, ich zeig dir, wie es geht. So, erstmal angetäuscht, den Falschen anvisiert. Das alles gehört zum Plan, natürlich. Und zack, den einfach mitten auf der Straße abgestochen. Jetzt jeden Typen hier anrempeln. Damit die denken, Alter, was ist das denn für eine? Genau, möglichst viel Aufmerksamkeit erregen. Dann straight zum nächsten Ziel, den auch wieder mitten auf der Straße einfach abstechen. Und dann zurücklaufen. Das ist der Plan. Also falls er mich jetzt gehört hat, ich weiß es nicht. Vielleicht guckt er sich im Nachhinein nochmal die Videos an. Ihr seid der Beste, den der Clan je hatte. Hier ist meine Geschichte, Meister. Ich reinigte gerade die Tempeltreppen, als ich 2 Gelehrte hörte, die sagten, wie einfach es für sie wäre, durch die Soldaten zu marschieren, die den Hinrichtungsplatz bewachen. Stimmt den Zeitpunkt eures Eintritts genau ab, und sie bieten vielleicht eine willkommene Ablenkung der Wachen. Aber dank eurer Weisheit wusstet ihr das sicher bereits. Rutsch nicht aus auf deiner Schleimspur. Einige Gelehrten werden versuchen, der Hinrichtung beizuwohnen. Na gut. Warum macht er denn das? Zieh dich hoch! Zieh dich hoch! Er macht es einfach nicht. An der Stelle will er es einfach nicht machen. Okay, na gut, jetzt noch schnell zurück zum Büro. Nein, jetzt fällt er da wieder runter. Okay. So, Leute, das lief eigentlich ganz gut, mal abgesehen von, gerade wenn man die letzte Aufnahmesession sich reinzieht. Abgesehen mal von dem Bug, den wir ja hier hatten. Aber passt. Wir kommen ganz gut voran. So muss es sein. Ich laufe gerade auf den Turm zu. Komm. Weißt du was? Den nehmen wir mal eben mit. Warum nicht? Wenn wir sowieso schon hier vorbeilatschen, können wir den auch mal mitnehmen. Ja, 6. Attentat steht kurz bevor. Das heißt, 3 sind es dann noch. Aber, fuck, ich habe mich fast getötet. Ich habe irgendwie in Erinnerung, hatte ich immer Assassin's Creed 1 viel kürzer. Aber so kurz ist das gar nicht. Dreckiger Dieb, ich werde dir die Hände abschlagen. Warum tut ihr mir das an? Was habt ihr euch getan? Ne, ich sehe relativ gut noch. So. Was gibt es, Novize? Ich bin kein Novize. Der Wert eines Mannes wird von Taten definiert, nicht von Markierungen auf der Kleidung. Wir können streiten oder Al-Mualims Arbeit verrichten. Eure Entscheidung. Dann legt los! Jerusalems Regent Majd Adin hält nicht weit von hier eine öffentliche Hinrichtung ab. Sie ist sicher gut bewacht. Aber ich weiß, was ich zu tun habe. Und deswegen bleibt ihr in meinen Augen ein Novize. Ihr wisst gar nichts. Ihr vermutet. Ihr müsst von Fehlern ausgehen. Vielleicht habt ihr etwas übersehen. Antizipation, Altair. Wie oft muss ich es euch denn sagen? Wie ihr wünscht. Sind wir fertig? Nicht ganz. Es gibt noch etwas. Einer der Männer, die hingerichtet werden sollen, ist ein Bruder. Einer von uns. Al-Mualem wünscht, dass er gerettet wird. Kümmert euch nicht um die eigentliche Rettung. Meine Männer erledigen das. Aber ihr müsst sicherstellen, dass Majd Adin nicht sein Leben nimmt. Ich gebe ihm keine Chance. Das hoffe ich. Okay, Malik. Na, komm.
komm schon. Spule vor zu aktuellerem Gedächtnis ab. So Leute, das Attentat machen wir aber erst beim nächsten Mal. Ich mache hier wieder einen Cut. Es passt einfach immer an dieser Stelle sehr, sehr gut. Und dann sehen wir mal weiter, ob das so gut lief wie das andere. Ich hoffe natürlich, dass es nicht wieder mit einem Bug endet. Wir werden sehen. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ich hoffe, ihr habt immer noch ein bisschen Spaß beim Zuschauen. Und ja, immer noch großes Dankeschön an euer Feedback allgemein, so die Kommentare, Bewertung. Es freut mich wirklich, bei so einem alten Spiel hätte ich das nicht erwartet. Deswegen Dankeschön an alle, die sich beteiligen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Haut rein und tschüss.